Alhamdulillah. Okay, dann ist jetzt Zeit. Wir fangen an, inshallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nochmal, wir werden heute weiter, inshallah, machen, damit über Tauba zu sprechen, über die Reue, über das Zurückkehren, Zuwenden, wieder hinwenden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir werden herausfinden, dass wir alle, egal wo wir meinen zu stehen oder wo wir wirklich in der Tat auch stehen, in der Hinsicht zu Allah, welchen Level, welche Stufe wir auch haben, ob neutral, plus oder im Minus vielleicht sogar sind, was unsere Stufe bei Allah angeht, möge Allah uns vergeben. Wer auch immer, wo auch immer, wann auch immer wir sind, wir alle brauchen die Tauba. Und wir alle müssen dankbar dafür sein, dass Allah uns ein solch ein gewaltiges Mittel, solch ein alles reparierendes Mittel wie die Tauba geschenkt hat. Das ist auch ein Ziel. Ja, nach diesem Dars, nach dieser Reihe, möchten wir noch dankbarer sein, dass wie gnädig ist unser Herr mit uns, dass er uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, aus unserem Sündensumpf, Vernachlässigungssumpf, aus unseren Mangelhaftigkeitsschlamm wieder rauszukommen und uns so zu waschen, als ob wir nie schmutzig gewesen wären, als ob wir nie mangelhaft gewesen wären. Allahu Akbar und nochmal Allahu Akbar. Sich zu Allah wenden, ihr Lieben, ist so wie Licht. Gestern habe ich davon gesprochen, dass es wie Sauerstoff ist. Heute sage ich, und alles, was ich hier sage, ist von Ulama, und ich werde das auch immer wieder mit Ayat und mit den Aussagen der Ulama nochmal bestätigen. Ja, macht euch da keine Sorgen. Aber zwischendurch fällt mir halt etwas auf die Schnelle ein und dann weiß ich nicht, welcher Alim das jetzt genau gesagt hat, aber es hat ein Gelehrter gesagt. Ja, da müsst ihr euch keine, inshallah, keine Sorgen machen, beziehungsweise das wird auch bestätigt werden. Zu Allah zu kehren, Tauba zu machen also, ist wie Licht, wie Nur. Nur, so wie Licht. Und Nur erleuchtet auch die tiefschwärzeste Dunkelheit. Ja, weil dort, wo Tauba ist, dort sieht man. Weil, schaut mal, der Shaitan will ja immer, dass wir die Sünden als etwas Attraktives sehen, dass wir unsere Verfehlungen als nicht so schlimm ansehen, dass wir immer eine Entschuldigung haben für das, was bei uns nicht so gut, nicht so ganz in Ordnung ist. Und Tauba kommt da ins Spiel und erleuchtet und lässt die Dinge so aussehen, wie sie wirklich sind. Was ihre Wahrheit ist, was ihr wahrer Zustand ist. Tauba, ihr Lieben, ist Nur. Tauba ist insofern auch Licht oder Nur, dass Tauba Hoffnung bringt. Licht ist ja auch Hoffnung, ne? Wenn irgendwo alles ganz dunkel ist und du siehst gar nichts und du sagst, oh Gott, wo geht's jetzt lang? Und dann auf einmal, ne, Wolken gehen weg und das Mondlicht kommt auch nur ein bisschen rein. Mondlicht ist nicht so stark, ja, es ist schon immer noch dunkel, man kann nicht sagen, es ist überall Licht. Aber dieses bisschen Licht, manchmal sogar vielleicht eine kleine Kerze oder die Taschenlampe am Handy, kann schon ausreichen, um wenigstens den Weg zu zeigen, dass okay, ungefähr kann ich erkennen, dass ich da lang muss. Und wenn man ein bisschen weiß, ein bisschen den Weg findet, dann hat man Hoffnung. Ist das nicht so? Dann hat man Hoffnung. Tauba ist also ein Licht, was dich sehen lässt. Tauba ist ein Licht, was Hoffnung bringt. Tauba ist etwas, was am Horizont ist und dich motiviert, dass Mensch, vielleicht sollte ich doch noch mich umwälzen und umwenden, vielleicht sollte ich doch noch mir diese Mühe irgendwo abrufen und trotzdem noch irgendwie einen Neuversuch starten und nochmal neu anfangen, in Beziehung jetzt auf, ne, Taten oder einzelne Sünden. Tauba bringt all das mit sich. Ja, es ist Glanz, es ist Licht, es motiviert, es macht, so wie vorher in den Dunkelheiten der Unwissenheit und in Dunkelheiten der Sündhaftigkeit, so wie in den Dunkelheiten die Sünde schön ist. Ja, und du siehst nur den Genuss und du siehst nur das, was sie dir verspricht, auch viele falsche Versprechungen. So ist im Glanz der Tauba, ist das Verzichten auf die Sünde schön. So wird, ja, so wirst du motiviert, dass, nee, ich mache das jetzt nicht, weil mein Herr ist damit zufrieden. Mein Herr wird mir das, was vorher passiert ist, vergeben. Mein Herr wird mir vergeben, obwohl mir das schon passiert ist. Ich bin schon ausgerutscht, aber mein Herr ist einer, der die Tauba annimmt. Und die Tauba motiviert dich und macht das Abhalten, das dich selber abhalten, wieder schön. Die Tauba ruft die Sünder, und nicht nur die Sünder, sondern auch die, die Vernachlässiger sind, die machen zwar aber hier ein bisschen falsch, da nicht ganz vollkommen, alle werden von der Tauba gerufen. Die Usat, Usat sind die, die Sünder sind, ja, wirklich ungehorsam sind. Und Muqassirin, die eben nur, Muqassir heißt wörtlich etwas zu kurz machen, ja, aber das ist nicht damit gemeint, sondern der eben unzulänglich, nicht ganz vollkommen etwas tut. Alle, die schon Gutes tun, die noch nicht so viel Gutes tun, die nur Schlechtes tun, alle werden von der Tauba gleichermaßen eingeladen. Denn seine Gunst ist großartig. Und Allah, also seine Freude über die, die Tauba machen, die ist, im Hadith wird die beschrieben, ja, inshallah kommt das noch, wie, also diese Freude hat kein Ende. Die Freude von Allah über den Diener, der zu Allah mit Reue zurückkommt. Und Allah nimmt die Tauba an. Allah sagt in Surah Ash-Shura, Vers 25, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. Und er ist derjenige, der die Tauba von seinen Dienern annimmt und die Schlechtigkeiten, oder man kann auch sagen, die Sünden vergibt. Ya'fu. Ya'fu. Wisst ihr, Allahumma innaka afuun, kennen wir alle die Dua, die man bei Laylatul Qadr auch sagen soll? Ja, das Afu von Allah ist, dass er so vergibt, als ob nichts passiert ist. Inshallah sprechen wir nochmal drüber, ja, wenn Laylatul Qadr auch näher kommt. Und er vergibt die Schlechtigkeiten, die Sünden, und er weiß, was ihr tut. Allahu Akbar. Er weiß, was wir alles tun, und trotzdem nimmt er die Tauba an. Und trotzdem muss man ja sagen, ne? Weil wenn wir wissen, was jemand alles so tut an Schlechtigkeiten, Subhan, wir lassen ihn vielleicht nicht mehr in unser Haus rein. Ja, wenn wir alle Gedanken anderer Menschen kennen würden, Allahu Akbar. Ne, was so manchmal durch den Kopf geht an Hass oder an Abscheu oder an schlechten Gedanken, an üble, gedachte Nachrede. Na'udhu billah. Allah bewahre uns. Er nimmt aber trotzdem die Tauba an und er vergibt die Schlechtigkeiten. Deswegen, oh, der Sünder ist, der offenkundig, absichtlich, ja, wohlwissentlich sündigt, ja, sich um die Grenzen Allahs nicht kehrt, mit großen Sünden zu tun hat. Hier Alkohol, da außereheliche Beziehungen, da vielleicht sogar Na'udhu billah, Zweifel an Islam, da dies und dort jenes. Wer auch immer man ist, kehre zurück zu deinem Herrn und weine über deine Vergehen, denn Allah nimmt die Tauba an. Und oh du, der zwar versucht, der macht nicht so viele schlimme, große Sachen, aber der ist hier nachlässig und da vergisst er wieder und da hat er Quatsch gemacht, ja, sind nicht richtig konzentriert und da ist ihm das aus dem Mund gerutscht und da wieder dies und da wieder jenes. Auch du kehre zurück. Wir alle sind damit gemeint. Wenn ich du sage, dann meine ich ja immer auch mich inklusive. Das müssen wir alle so verstehen. Auch du kehre zurück zu deinem Herrn und bitte ihn um Vergebung, denn er nimmt die Tauba an. Und auch du, o Gehorsamer, der sein Bestes versucht, der die Pflichten einhält, der Gutes regelmäßig tut, aber auch mangelhaft ist in seinem Guten, vielleicht stolz ist oder eingebildet ist oder selbstgefällig ist wegen dem Guten, was er getan hat. Auch du kehre zurück zu deinem Herrn und bitte ihn um Vergebung für die Grenzen oder Maßlosigkeiten, die du in dem Verständnis von dir selbst, das, ich bin was. Alhamdulillah, ich bin nicht wie die. Dieser Gedanke, ich bin besser als die. Dieser Gedanke, für den muss man Allah auch um Vergebung bitten, denn er ist nicht angemessen für den Diener Allahs. Also ihr seht, jeder muss Tauba machen. Die Tauba ist für jedermann da. Nicht nur für die Sünder, wie wir das manchmal im Kopf so reserviert haben, dass ja, oh Mann, die müssen echt Tauba machen. Ja, und dann, ne, so schütteln wir den Kopf, dass Mensch, wie kann man nur so drauf sein? Und denken sie, Alhamdulillah, ja, ich bin ja nicht jetzt ein Engel, aber so schlimm bin ich nicht. Deswegen, ne, der Prophet hat ja gesagt, dass in Glaubensangelegenheiten soll man nach oben schauen. Es gibt viele, die noch viel mehr Gutes tun als wir. Ja, die hier zusammenkommen an ihrem Nachmittag, wo sie endlich mal ausruhen könnten und sich bemühen, einem islamischen Unterricht zu folgen. Mensch, wir sind doch die Crème de la Crème. Wer macht das schon? Schaut euch all die an, die nicht mal 5-mal beten. Dieser Gedanke, für den muss man Allah auch schon um Vergebung bitten. Nicht vergessen, solche Gedanken geziemen nicht dem Diener Allahs, der Schöpfung ist, der nur Gutes tun kann, wenn Allah es ihm überhaupt möglich macht, der uns überhaupt die Fähigkeit gegeben hat, Gutes zu tun. Stolz, Selbstgefälligkeit, meinen, nicht Tauber machen zu müssen. Ja, ihr seht also schon, jeder muss Tauber machen, die Tauber ist für jedermann. Was sind denn die Vorzüge? Inwiefern ist Tauber eine der größten Gnaden überhaupt, die Allah der Schöpfung geschenkt hat? Eine Gnade, ein Geschenk, ein Weg, ein Schatz, die Tauber als ein In'am, als eine Ni'ma. Und inwiefern müssen wir dafür wirklich dankbar sein? Nochmal, ich erinnere uns alle nochmal daran, dass in dieser Welt, im Diesseits, seitdem wir hier geboren wurden, seitdem der Mensch erschaffen wurde, sind wir die ganze Zeit Reisende. Die Dunya ist nicht unsere Heimat in dem Sinne. Ihr versteht, ja, klar hat man eine Heimat, aber die Dunya als solches ist nicht unser Bleibeort, sondern sie ist zum Durchqueren da. Sie ist ein Durchgang. Wir wissen jetzt schon, dass wir nicht hier bleiben werden. Und als Gläubige wissen wir, dass wir zu Allah zurückkehren werden. Das ist wie in einem Gebäude, du musst zum Arzt oder du musst jemanden treffen, du willst jemanden besuchen und du weißt, die Person wohnt da und da. Ja, Wohnung, Nummer, so und so. Und dann suchst du die ganze Zeit im Flur rum. Ja, und deine Freundin kommt irgendwann raus und sagt, was machst du hier im Flur? Ja, warum hältst du dich hier auf? Ja, warum kommst du nicht zur Wohnung, da wo du hin musstest? Warum hältst du dich dort auf, wo nur ein Durchquerungsort ist? Da sagt er, ja, stimmt. Oder wie, wenn einer anfängt, auf einer Brücke ein Haus zu bauen. Ja, die Brücke ist von A nach B kommen. Warum baust du dort dein Haus auf? Das heißt jetzt nicht, dass wir in dieser Dunya keine Häuser haben dürfen. Ja, ihr versteht meinen Punkt, dass die Dunya ist nicht ein Ort, auf dem wir verbleiben. Die Dunya ist nicht ein Ort, auf dem wir verbleiben, sondern ein Durchquerungsort. Es ist nicht das Ziel, sondern ein Ort, wo wir für kurze Zeit geschickt wurden, um bestimmte Dinge durchzuziehen. Und dann werden wir weitergeschickt werden. Und dann werden wir weitergeschickt werden. Allah möge uns allen beistehen. Wer auf dieser Reise, auf dieser Durchquerungsreise, wer auf dieser Prüfungs Ebene Gutes getan hat, Ahsana, ja, wer Ahsan, Amal getan hat, dem wird es mit Gutem und Ihsan vergolten werden. Und wer Schlechtes getan hat, dem wird es dementsprechend vergolten werden, es sei denn, Allah vergibt ihm, es sei denn, er wäscht sich davor rein mit der Tauba. Sa'id, glückselig, ist also nur derjenige, der sich für die Reise selber Proviant mitnimmt, die Reise so hinter sich bringt, wie sie auf gute Art und Weise hinter sich gebracht werden soll. Und das geht nun mal nur mit Taqwa, mit rechtschaffenen Taten und, ja, und da müssen wir eben ein bisschen noch dazu denken, genauso wichtig wie rechtschaffene Taten ist die Tauba eben auch. Denn wenn du nur Gutes tust, aber nie Allah, nicht einen Tag in deinem Leben, auf dieser Reise, auf dieser Brücke, Allah um Vergebung gebeten hast, das darf nicht sein. Es ist eine Pflicht des Dieners Allah gegenüber, denn der Diener, egal wie viel Gutes er tut, er ist und bleibt trotzdem einer, der unzulänglich ist, einer, der Sünder bleibt, so oder so. Irgendwo passiert uns immer irgendetwas, mal Großes, mal Kleines, mal Verheerendes, ja, die 7 vernichtenden Sünden, die gibt es natürlich auch. Und derjenige ist eben Shaqi, dem eines dieser Proviant-Zutaten fehlt davon. Das heißt, jemand macht gute Taten, er hat auch, ja, versucht sein Bestes, die Sünden zu vermeiden, aber hier und da passiert ihm etwas, aber er meint, er müsse Allah dafür nicht um Vergebung bitten. Gefahr. Das ist die Gefahr. Das heißt, so wie wir bis jetzt immer so abgespeichert hatten im Kopf, das Iman muss sein, Taqwa, Iman, ja, als Synonym nehmen wir das, rechtschaffene Taten müssen sein. Jetzt nehmt noch eine Sache dazu, Tauba muss genauso sein. Allah um Vergebung bitten muss genau so sein. Und Allah sagt deutlich im Koran, dass wer zu Allah kommt als ein Verbrecher, als jemand, der Übles getan hat, ja, der wird dementsprechendes vor sich vorfinden. Möge Allah uns vergeben. Und nochmal, falls einer denkt so, nee, aber ich lebe sehr vorsichtig. Alhamdulillah. Ja, ich gucke kaum Fernsehen oder meine Ohren, ich habe mit kaum jemandem zu tun oder ich halte mich ja so zurück oder Gebet ist mein Leben oder wie auch immer, was auch immer man für eine Meinung für sich hat. Es ist etwas, was zum Menschsein dazugehört. Der Prophet sagte, dass alle Kinder Adams sind solche, die sündigen. Und der beste Sünder ist der, der zu Allah mit Reue zurückkehrt. Das heißt nicht, dass wir gerne sündigen oder dass wir uns dem selbst ergeben. Ich bin ja eh Sünder, dann mache ich es halt richtig. Na'udhu billah, niemals werden wir so etwas sagen. Wir sind Sünder, das gehört irgendwo zu uns. Wir können diesen Status in dieser Dunya nicht erreichen, dass wir wie Engel sind, die Sünde nicht kennen, die das einfach nicht machen, ja, denen das nicht passiert. Hier, da, irgendwo. Dieses Ausrutschen, im mindesten Fall, dieses Ausrutschen ist unserem Vater Adam a.s. schon passiert und wir werden dem nicht entrinnen können. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, dass auf dieser Reise, in dieser Dunya, egal wie, ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass jemand keine guten Taten tut. Wir tun ja Gutes, wir wollen ja, wir versuchen ja. Aber wenn du meinst, dass du ohne Tauba zu machen hier durchkommst, dann haben wir das nicht verstanden. Tauba muss sein. Warum? Weil wir sündigen werden. Wir sind Sünder. Viele Sünden, über die wir uns überhaupt gar nicht bewusst sind. Ja, wie oft, das sind ja schon sogar die Gesegneten, die sich bewusst sind und sagen, Mensch, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder die Art und Weise hätte ich beim Sagen nicht haben dürfen. Oder Mann, das habe ich vergessen. Oder dies ist passiert. Oder ey, wie konnte ich das tun? Ich kann mir selber nicht erklären, wie konnte ich das und das tun? Also ganz oft wissen wir sogar, dass etwas völlig absolut nicht in Ordnung war, können uns selber nicht erklären. Ja, und das ist, ne, geschweige denn die ganzen Sünden, die wir extra und wohlwissentlich tun, möge Allah uns allen vergeben. Ja, der Mensch ist nicht ma'asum, außer die Propheten. Ja, diesen ma'asum, denen passieren keine Sünden, deren Vergehen sind schon kleinere, ja, was nicht vollkommene Stufe hat, ist bei denen, gilt bei denen schon als Fehler. Ja, siehe, diese Stirnrunzeln des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wurde direkt im Koran, ja, angesprochen. Das für uns normale Menschen wäre das überhaupt gar kein Problem. Ja, es ist keine schlechte Tat, keine besonders gute Tat, wäre so unproblematisch. Aber für den Propheten und allen Propheten wegen ihrer Stufe wird das so gehandhabt. Ja, aber die gelten als Ma'asum, die sündigen in dem Sinne nicht. Aber nach den Propheten kann kein Mensch von sich behaupten, dass Allahumma barik, ja, ich habe das jetzt mittlerweile voll im Griff und ich sündige in dem Sinne nicht mehr. Wer kann das behaupten? Wer kann sowas denken? Na'udhu billah, wenn irgendeiner von uns das auch nur im Entferntesten denkt, raus mit diesem Gedanken. Keine Aussage kann größere Lüge sein als diese. Du bist Mensch und du wirst sündigen. Das heißt nicht, dass wir gerne, nochmal, ne, nicht falsch verstehen, dass wir gerne oder ne, uns dem völlig jetzt ausliefern, weil es ja eh nicht anders sein kann. Nein, das heißt, desto mehr müssen wir auf uns Acht geben, weil wir dazu tendieren. Desto wachsamer und mit mehr Taqwa müssen wir leben und desto fester müssen wir die Tauba halten und regelmäßig praktizieren, weil wir wissen, dass wir sowieso schon so sind. Möge Allah uns allen vergeben. Dann natürlich, der Mensch ist erstmal sowieso, ne, als Mensch so geschaffen. Dann vergesst nicht, was sind Grundeigenschaften des Menschen? Nisyan, Vergesslichkeit. Wie viele Sünden tun wir aus Vergesslichkeit? Gebet hier vergessen, da aus Versehen, ja, jemandem sein Recht nicht gegeben, das, ach ja, stimmt, Entschuldigung, ich wollte dir das geben, bitte verzeih, dies, das. Also wie viele Dinge tun wir aus Nisyan, dann wiederum wie viele andere Dinge passieren uns aus Raffler oder aus Unachtsamkeit oder weil wir irgendwie mit dem Kopf ganz woanders waren und gar nicht auf dem Radar hatten. Ja, dass ein Recht Allahs oder das Recht eines Menschen oder unser eigenes Recht auf uns selber damit vernachlässigt worden ist. Sind das nicht alles Vergehen? Sind das nicht alles Minuspunkte? Sind das nicht alles Dinge, für die wir bei Allah um Vergebung bitten müssen? Oder warten wir jetzt, bis wir alle, ja, Mörder und Diebe sind? Darüber werden wir auch noch sprechen. Ne? Was sind eigentlich große Sünden und was sind kleine? Da werden wir auch noch. Ganz wichtiges Thema, das kommt noch, inshallah. Weil bei kleinen denken wir ja immer so, das ist so die Unschuldsschublade, ist ja nicht so schlimm. Da werden wir auch noch, inshallah, einiges dazulernen. Wir dürfen niemals vergessen, meine Lieben, dass die Ma'asi, die Sünden, die Ungehorsamkeiten, sind die Ursache für den Zorn Allahs. Das steht im Koran, dass Allah diese Dinge bestraft. Ja, weil sie Verbrechen taten, weil sie als Sünder zurückkamen, weil sie Allah nicht um Vergeben gebeten haben. Wie viele Leute werden im Koran als Beispiel angeführt, mit denen Allah so zornig geworden ist und sie mit der Strafe heimgesucht hat? Und deswegen ist es eine solch große Gnade, dass Allah uns einen Weg gezeigt hat, dass wir nicht Gefangene unserer Sünden bleiben müssen. Ist ja wie Gefangene, ne? Du sitzt da und in diesen Gitterstäben, ja, wie so ein Käfig und du weißt, ne, bald kommt die Strafe auf dich zu. Du kannst nicht raus, du kannst nicht dich selber da irgendwie schützen davor, da ist nichts, womit du dich schützen kannst und da sitzt du jetzt. Der Weg raus aus der Erwartung, dass die Strafe Allahs kommt, ist die Tauba. So einfach eigentlich. Eigentlich ja nicht schwer. Ja, aber subhanallah, passt man sich wieder an den Kopf. Ja, warum mache ich das dann nicht regelmäßiger? Und gründlicher vor allem? Immer nur oberflächlich? Immer nur subhanallah. Ja, manchmal hören wir leider auch nicht auf unser eigenes Gewissen. Das ist auch ein großes Problem. Darüber werden wir auch noch inshallah sprechen. Deswegen ist es eine große Ni'ma von Allah, ein großes Geschenk. Und für Geschenke muss man dankbar sein, ne? Weil besonders wenn ein wertvolles Geschenk, ein sehr nützliches, einmaliges Geschenk dir gegeben wird, dann darfst du das nicht einfach irgendwo so rumliegen lassen und dann, ja, irgendwo verschwenden, rausschmeißen, ist mir doch egal, wo das landet. Das macht man nicht. Das ist nicht anständig. Ja, wenn jemand dir ein großes Geschenk gibt, dann musst du dementsprechend damit umgehen. Das ist, ja, Basics, das muss sein, das ist deine Pflicht. Das ist ein großes Geschenk von Allah, dass er uns dieses Tor der Reue aufgemacht hat. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Und würde Allah uns nicht das Gelingen zur Reue haben, ist ja ein Akt, ne, ist ja eine Tat, wenn Allah uns nicht die Tawfiq, das Gelingen dazu geben würde und nicht auch annehmen würde. Sagen wir mal, du bist voller Reue, aber es gibt keinen, der dir diese Bürde abnimmt. Ja, zum Beispiel manchmal mit einer Freundin, Mutter, nicht Mutter vergibt normalerweise schon, aber manche Mütter vielleicht nicht, kommt auf das natürlich Verbrechen an. Freundin sage ich lieber. Ja, so eine Freundin, zum Beispiel, du hast was ganz Schlimmes getan und du bereust das auch, aber die ist nicht bereit, dir zu verzeihen. Jetzt sitzt du da mit dem Knoten in deiner Brust und du kannst nichts machen. Es nimmt dir die Last keiner ab. Jetzt kommt jemand anders, eine dritte Freundin und sagt, ach komm, so schlimm war das nicht, was du getan hast. Die stellt sich voll an, aber du weißt, du hast was getan, der Knoten ist da, die Last ist da und die geht erst weg, wenn sie dir verzeiht. Haben wir das nicht alle schon mal, vielleicht mehr oder weniger, vielleicht eher mit Eltern oder mit jemandem, den man vielleicht auch respektiert. Jeder hat seine Situation. Jetzt stellt euch vor, Allah würde uns diese Last der Sünden nicht abnehmen, diese Reue nicht annehmen. Das ist also ein Geschenk, dass Allah uns die Tauba, die Reue überhaupt erst ermöglicht und dann uns diese Last der Sünden sogar noch abnimmt, indem er uns vergibt, indem er uns verzeiht. Und das Tor der Tauba ist so lange auf, solange nicht der Tod uns ereilt, und das, inshallah, wann genau, ne, der Sterbeprozess kann ja auch lang sein, bis wann genau kann man Tauba machen, werden wir noch besprechen, oder bis die Sonne aus dem Westen aufgeht. Also kurz vor dem Tag der Auferstehung, heißt es in Hadith, ist das damit gemeint. Allah hat sich selber im Koran mehr als 100-mal mit den Eigenschaften oder Namen, die mit Vergebung zu tun haben, selber beschrieben. Mal mit Ghafur, mal mit Tawwab. Ja, also einige Wörter, die irgendwo auch Synonyme sind, aber natürlich alle spezifische Bedeutungen haben, mehr als 100-mal im Koran selber so beschrieben. Ja, das ist so, als ob Allah uns selber immer wieder sagt und versichert, dass ich vergebe euch. Ja, damit keiner sagen kann, dass, nee, ich dachte irgendwie, mir wird nicht vergeben, mir nicht. Subhanallah, auch darin kann man übrigens eine Art Stolz entwickeln. Ja, dass, nee, ich habe ja so besonders gesündigt, dass ich nicht, ne, mir kann nicht verziehen werden. Nein, allen kann verziehen werden, alle sollen zurück zu Allah. Allah will, dass er sich euch zuwendet. Bittet ihn doch. Ja, wir sind seine Schöpfung. Allah will für uns, dass wir ins Paradies eintreten, wenn wir Tauba machen. Ja, in einem Hadith heißt es ja auch, dass Allah freut sich so sehr über die Tauba seines Dieners, wie wenn einer von euch in der Wüste, also, ne, rechts und links keine Rettung, du brauchst dein Kamel mit all den Lebensmitteln, die darauf sind, und einer von euch in der Wüste sein Kamel mit all diesen Lebensmitteln und Proviant verliert und dann sitzt er verzweifelt, hat den Kopf in seinen Händen und weiß nicht mehr ein und aus und dann guckt er hoch und sieht auf einmal sein Kamel wieder vor sich. Also er hat es verloren, das Kamel, ja, und hat überall gesucht, ist verzweifelt. Und auf einmal findet es wieder vor sich. Allah, der Prophet hat uns dieses Gleichnis gegeben, um uns zu beschreiben, dass Allah freut sich, wenn wir Tauba machen. Er will uns nicht unserem Feind, dem Shaitan, den Sünden, der daraus resultierenden Strafe übergeben. Und dieses Thema wird in sehr vielen Ayat des Korans bestätigt, beschrieben. Allah sagt zum Beispiel im Koran, in Surah An-Nisa, Vers 27, والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Und Allah will, dass er sich euch in Annahme der Reue zuwendet. Und diejenigen, die ihren Begierden folgen, die wollen, dass ihr euch ein gewaltiges Neigen neigt. Ja, die wollen, dass ihr euch wegneigt vom geraden Weg hinterher, ne, den Sünden und den Begierden und dem Nafs. Das wollen die, die selber den Begierden folgen, die wollen, dass alle so sind, damit ihre Verwerflichkeit nicht auffällt vielleicht, Allah weiß am besten. Aber Allah will, dass er sich euch in Reue Annahme zuwendet. Allah sagt auch in Surah An-Nur, Vers 10, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. Und wäre nicht die Gunst Allahs auf euch gewesen und seine Barmherzigkeit. Und gewiss, Allah ist ja der immer wieder Reue annehmende und der Allweise. Genauso heißt es auch im Koran in Surah An-Najm, Vers 32, Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Gewiss, dein Herr ist weit oder auch umfassend in der Vergebung. Maghfira, Verzeihung, Vergebung, beides kann es bedeuten. Also sein Vergeben umfasst viel. Ja, auch wenn du Berge von Sünden bringst, Allah kann das bedecken mit seiner Vergebung und fassen und verschwinden lassen. Allah kann die Sünden verzeihen. Allah SWT sagt auch in Suratul A'raf, Vers 156, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Und meine Rahma umfasst alle Dinge. Und die Vergebung ist ein Ausdruck unter anderem der Rahma Allahs. Ist ein Ausdruck von der Rahma Allahs. Möge Allah uns vergeben, möge Allah uns eingeben, ordentlich Tauba zu machen. Allah will uns also nicht mal in der Nähe dessen haben, ja, wir sollen ja die Sünden nicht nur lassen, wir sollen sie vermeiden, ja, wir sollen um die Ecke quasi, noch nicht mal in die Nähe davon, deswegen heißt im Koran auch, nähert euch nicht mal dem Ehebruch oder auch der Unzucht, denn es bringt euch nur Schaden, denn die Freude darin ist gering oder vielleicht auch nur scheinbar, ja, der Genuss ist nur scheinbar und wenn, dann auch nur geringfügig da und der Schaden ist verheerend. Ja, der Schaden ist verheerend. So wie eine Mutter, die ihr Kind liebt, ja, und das Kind reißt sich los und will mit T-Shirt raus in die Kälte rennen und die Mutter sagt, stopp, stopp, stopp. Ja, und das Kind versteht nicht und will das vielleicht in dem Moment auch nicht, aber die Rahma der Mutter weiß, was sie, ja, dass sie Gutes für das Kind will. Kein Vergleich mit Allah natürlich, Laysa kamithlihi shay, aber Allahs Rahma umfasst sicherlich alle Dinge. Das Tor der Tauba ist also offen. Es ist nicht geschlossen, es ist da, wir müssen es nur in Anspruch nehmen, wir müssen nur diesen ersten Schritt auf Allah zurück tun, egal wo wir stehen, egal wie weit weg wir von Allah sind. An dieser Tür muss man noch nicht mal klopfen, weil die ja schon offen ist, subhanallah, und Allah will für uns, dass wir zu Allah zurückkehren. Genau. Dann an dieser Stelle machen wir dann inshallah morgen weiter, ihr Lieben. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وليس أعلى الشان من حملة القرآن